Während der Ball beim Afrika-Cup in Südafrika rollt und den Kontinent begeistert, sieht der Alltag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu so aus. Die Spieler des Elman FC trainieren auf einem Spielfeld, das den Namen eigentlich nicht verdient. Der jahrelange Bürgerkrieg hat das Land zerrüttet, Spaß haben die Akteure trotzdem. Wir lieben den Sport. Trotz des Chaos, das hier in der Stadt herrscht und trotz seines Spielfeldes, das einer Kriegsfront gleicht. Wir trainieren und spielen hier. Man sieht, dass das Gebiet etwas ruhiger geworden ist, die Sicherheit kehrt zurück und es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Vor der WM 2010 in Südafrika war Somalia das einzige Land, das der WM-Pokal auf seiner Tour nicht durchquerte. An der Begeisterung für den Sport mangelt es in Somalia trotzdem nicht. Und die Spieler des Elman FC haben die Hoffnung auf Anerkennung noch nicht aufgegeben. Aufgrund der Konflikte hier und der instabilen politischen Lage steht der somalische Fußball schlecht da. Wir hoffen auf die neue Übergangsregierung und dass das Sportministerium und der Fußballverband zusammenarbeiten, um die Bedingungen hier zu verbessern. Dann werden wir erfolgreich sein. Der Kontinent schaut nach Südafrika. In Mogadischu arbeiten die Spieler des Elman FC an ihrer Zukunft, damit der Traum vom Afrika-Cup auch für Somalia irgendwann wahr wird.